Und er kommt in den Raum, sagt er, und bekennt, dass er das tun konnte, was er tat für die Juden, damals in der Nazizeit, obwohl er damals noch gar kein Papst war. Und er sagte, in all diesen schmerzlichen Dingen, sagte Roncalli, damals eben noch Kardinalpatriarch, sagte er nachdrücklich, habe ich mich an den Heiligen Stuhl gewandt und einfach die Anweisung des Papstes ausgeführt, zuerst und vor allem Menschenleben zu retten. Mein Vater, aber Euer Eminenz, es ist auch verdienstvoll, unterbricht ihn Roncalli ab, sagen Sie, Signor Lapide, welches ist Ihr Lieblingsprophet? Fragte mich mein Gastgeber, ohne auf meinen Einwand einzugehen. Amos, Eure Eminenz, erwiderte ich. Siehe, und jetzt kommt das, was mein Vater so prägte. Siehe, es werden Tage kommen, spricht Jahwe Adonai. Da folgt dem Pflügenden der Schnitter und der die Kälter tritt dem Sämann. Da träufeln die Berge von Most und alle Hügel fließen über. Zitierte er, der Roncalli, in fließendem Hebräisch. Dann runzelte er Roncalli überlegend die Stirn und hielt inne. Wie geht es weiter, Signor Lapide? Und Pinchas Lapide, mein Vater, zieht weiter. Dann wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Und sie werden die zerstörten Städte wieder aufbauen und darin wohnen und Weinberge pflanzen und ihren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Früchte essen, fuhr ich begeistert fort, mein Vater. Von dieser Rückkehr aus der Gefangenschaft zum Zionismus war es nur ein kleiner Schritt. Wir sprachen von dem wiedergeborenen Israel, von den Siedlungen, von den neuen Dörfern mit den biblischen Namen. Bauen Sie denn auch neue Synagogen, Signor Lapide? Fragte ihn Roncalli. Ganz gewiss, Eure Eminenz. Im letzten Jahr waren es mehr neue Synagogen als Kinos und Theater zusammen. Er blickte träumerisch aus dem hohen Fenster, das auf den Canale Grande ging. Ich würde gern die heiligen Städte wieder besuchen und die Orte sehen, wo der Herr Wunder gewirkt hat. Aber die Zeit ist kurz, schloss er mit einem Seufzer. Und dann ein kurzer Sprung zum Schluss noch, um noch etwas, Persönliches zu sagen. Da kommt etwas Schönes, da fragt ihn der Roncalli, sagen Sie mal, mein Vater gab ihm ein Geschenk, er fragt mein Vater, sagen Sie mal, wie nennt man die Gebetsriemen, die auf diesem Bilderband Chagall dem Juden aufträgt? Mein Vater sagte, Phylakterien, Eure Eminenz, erwiderte ich. Das weiß ich doch, Signor Lapide, aber wie heißt denn der biblische Ausdruck, der interessiert mich? Tefillin. Signor Lapide, das kommt doch von Tefilla, Gebet, nicht wahr? Ja, Eminenz. Und der Gebetsschall, Signor Lapide, der ist doch Talit. Ich nickte. Mein Vater sprachlos vor Überraschung. Das lange Schweigen wurde mir hin und wieder von dem Rufen der Gondolieri draußen unterbrochen. Endlich sagte Roncalli mehr zu sich selbst, so habe ich ihn mir immer vorgestellt, mit Talit und Tefillin um Arm und Stirn, Rabbi Jesus von Nazareth.